Jo, da war mir kurz die Aufnahme abgeschmiert. Also, wir machen hier jetzt weiter. Wir müssen in diese Berge hier von Tibet. Und ich weiß nicht, warum die Auflösung gerade irgendwie ein bisschen anders ist als sonst. Aber jedenfalls, wir sind jetzt hier in Eklemata, ja. Ich war schon mal hier eben. Aber wie gesagt, die Aufnahme ist mir abgeschmiert. Ich habe eine Fehlermeldung bekommen und dann war die Aufnahme weg. Hier ungefähr war der Cut. Aber wie ich jetzt hier rumgefailt habe, um die Wölfe zu besiegen, das wollte ich euch jetzt nicht antun. Deswegen habe ich das jetzt nochmal rausgeschnitten. Und ja, fangen wir hier nochmal an. Na komm. Na komm, ja. Komm schon. So. Ja, die hier, die machen wir am besten platt, indem wir einfach ganz normal draufhauen. Und uns nicht treffen lassen. Das Level-Up dürfte jetzt auch nicht mehr allzu lange dauern. Ja, ich bin dann auch nochmal ein bisschen rein, hab mir noch ein paar Erfahrungspunkte geholt. Muss ja auch mal sein. Dieses Eklemata, die Seelen der Menschen schlafen hier. Oh, Foxy hält einen Kristall. So, die Seelen der Menschen schlafen hier. Das heißt, wir haben jetzt die, oh, wartet mal. Wir haben jetzt die, Tiere und die, also die, erst die Pflanzen befreit und dann die Tiere. Jetzt müssen auch mal langsam die Menschen drankommen. So, ich habe nur 9 Wunderknollen. Ich möchte die bitte ausrüsten. Danke. Ich hätte mir vielleicht doch nochmal ein paar Heilknollen kaufen sollen. Na, jetzt ist es zu spät. So, komm mal her, du. Komm mal her, du. Aber wir kriegen hier auch einen Stab, wo wir es hier gegen die Gegner ein bisschen einfacher haben. Es gibt nur eine Sorte Gegner in Eklemata, denen ich grundsätzlich aus dem Weg gehe, weil die einen verwirren können. Und wenn wir verwirrt sind, dann laufen wir definitiv nicht in die Richtung, wo wir hindrücken. Guck mal da, da ist ein Yeti. Oh mein Gott. Ich hasse es, wenn man hier gerade beim Raufklettern ist und die Dinge erscheinen hier genau deswegen. Ah, ich hasse es. Komm schon. Geh weg. Bäm. Junge, bäm. Ach, Scheißkristall. Nein, kein Eiskristall, ein Scheißkristall. Schnell, schnell, schnell. Au. Au. Komm schon. Hier. Du Pisser, du Kleiner. So. Die Yetis, die lasse ich am besten in Ruhe. Weil die tun uns nichts. Die tun uns erst was, wenn wir sie angreifen. Und was man nicht will, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu, sag ich immer. Deswegen, die treffen mich. Da treffe ich sie auch, ist ja klar. So, die Yetis, wie gesagt, lassen wir in Ruhe. Der guckt sich eh nur die Blumen an. Autsch. Foxy wurde vereist. Autsch. So, komm. Hoch. Nebenbei an der Kippe ziehen. So. Und die Quelle scheint aus dem Boden zu sprudeln. Der Yeti sieht zufrieden aus. Dies ist eine heiße Quelle. Was ist das? Ein Wunder der Natur, eine Art Heilbrunnen. Man kann dort seine Wunden heilen, wie dieser Yeti hier. Doch er scheint schwer verletzt. Er scheint schwer verwundet. Wir bräuchten ein Eisblumenblatt. Für was soll dieses Blatt gut sein? Nun, es würde den Heilprozess beschleunigen. So, das heißt für uns, wir müssen jetzt ein Eisblumenblatt finden. Wo das ist, das weiß ich. wir müssen jetzt erstmal hier rein. So, und da mich jetzt doch ein kleiner Durst plagt. Ja, ich heiß nicht Gronkh, der sein Mikrofon ausschaltet, wenn er was trinkt. Aber er kann dabei weiter zocken, was ich nicht kann. So, zumindest nicht mit Controller. So. So, und die Gegner hier, die vermeide ich, so gut wie es geht. So. Dich mache ich erstmal platt. Oh ja, die vermeide ich so gut wie es geht. Da können wir nicht runter. Da kämen wir nicht weiter. Also hier machen wir erstmal die Steine weg, weil die liegen hier im Weg. Ich zeige euch noch warum. Erstmal müssen wir hier außen rum. Komm, machen wir den Geoblaster hier platt. Den Ghetto-Blaster. Dürfen uns, wie gesagt, hier nicht treffen lassen von den Viechern. Weil das könnte unangenehme Folgen haben. Wie gesagt, die verwirren uns und das ist nicht so schön. Wow. Wird's mir nicht langsam echt Zeit für ein Level-Up? Autsch. Ah, komm schon. Ah, damn it. So. Erstmal Knolle phrasen. So, geh mal weg da. So, du bist down. Und guck mal, wir haben 1013 Rubine.
Autsch. Autsch. Hey. So, jetzt geht's erstmal hier runter. Rennen wir gegen die Wand. Die Wand öffnet sich. Ja klar, wir rennen dagegen und sie öffnet sich in einer Explosion. Wir erhalten den Eispanzer. Den werden wir auch direkt mal ausrüsten. Denn der ist doch schon ein bisschen stärker als hier die Sonnenrüstung. So, möchtest du das auswählen? Yo. So, damit haben wir einen Eispanzer. Jetzt müssen wir hier nochmal außen rum. Autschen. Du bist entdeckt. Oh mein Gott. So. Jetzt geht's hier nach links. So. Autsch. Ihr seht schon, die ziehen uns da schon gar nicht mehr so viel ab. Jetzt müssen wir hier runter. Bekommen eine Kiste. Und in der Kiste... Komm her. Och, komm schon. Ich will die Kiste öffnen. So. Bekommen wir den Flammenstab. Da wir hier ja viele Eisgegner haben... Ups, ich wollte eigentlich keine Knolle futtern. Da wir hier viele Eisgegner haben, ist der Flammenstab sehr gut. Möchtest du das auswählen? Yo. So, damit haben selbst die größten Gegner keine Chance mehr gegen uns. Aber die anderen, die lasse ich hier trotzdem mal Nebensache sein. So. Warum konnten wir die eine Tür nicht rein? Ganz einfach, wir wären hier rausgekommen und wir könnten die... den Stein eben nicht in die andere Richtung schieben. So, da waren wir schon. So, jetzt müssen wir da lang. Bam, Junge. Bam, Junge. Bam, Junge. So, holen wir uns doch mal ein paar Erfahrungspunkte hier. So. Ich warte schon so sehnsüchtig noch auf den Norfesterwald. Ich mag ja Wälder. So, ach ja, hoch. Ihr seht, die haben jetzt gar keine Chance mehr gegen uns. Bam. So. Warum bleib ich kurz stehen? Ich wollte schnell meinen Glimmstängel ausdrücken im Aschenbecher. Jetzt geht's hier raus. So. Was haben wir hier? Wir haben hier einen Eisblock, den wir nicht kaputt machen können. So. Müssen wir hier außen rum. So. Die Viecher hier, die teilen sich. Bams, bams. So langsam ist es wirklich mal Zeit für ein Level Up. So, bams, bams. So. Ja, ich habe ja auch einen Kommentar bekommen, dass es ab einem gewissen Level Jahre dauert zu leveln. Also, so, wir haben jetzt ein Eisblumenblatt erhalten. Sehr schön. Du, du, du. Also, ich nehme an, während ihr diesen Part hier seht, werde ich schon in meiner Kur sein. Deshalb, auch wenn's... Was, die Abwehr von Foxy nimmt ab? Ich habe abgenommen, hey, cool. Während ihr das seht, bin ich in Kur. Deswegen grüße ich euch mal ganz lieb aus Schönwald. Auch wenn ich noch nicht dort bin. So, wir müssen jetzt zurück. Also jetzt aktuell während der Aufnahme bin ich noch nicht dort. Während ihr das seht, bin ich dort. Und ich habe mir überlegt, bevor es jetzt 4 Wochen gar kein Terranigma gibt und nur Zelda, weil ich ja Zelda komplett... Zelda. Weil ich ja Zelda komplett bis zum Ende aufgenommen habe, habe ich mir überlegt, komm, mach's mal wenigstens noch ein paar Parts Terranigma, dass es für 2 Parts die Woche reicht. So, wir... schnappen uns aus der Utensilienkammer. Ich muss mich mal anders hinsetzen. Das Eisblumenblatt. Jetzt ist meine Flasche hier umgefallen, meine eine. So, das Eisblumenblatt. Und das werfen wir in die Quelle. Meine Wunden sind geheilt. Du Freund, mein Freund, du mitkommen. So. Die Yetis, die können freundlich sein, aber auch feindlich. Der hier ist jetzt freundlich. So, willst du hinüber? Ja, alles klar. Der wirft uns jetzt einfach mal darüber. Wops. So, jetzt sind wir hier drüben. Sehr schön. So, hier gibt es eine Kiste, die will ich natürlich haben. Wie auch immer wir da hinkommen. Ich muss jetzt erstmal da hoch. Das ist sicher. So. Jetzt hier rüber. Den hier plätten. Den hier plätten. Und wir kriegen einen Level Up. Sehr schön. Level 14 erreicht. KP steigt um 9.
Stärke steigt um 2, Abwehr um 3, Glück steigt um 2. Yeah! Komm mal her, du Penner. Oh, komm schon. So. Dich machen wir auch noch platt. Da ist noch ein Kristall, den will ich eigentlich auch haben. Aber erstmal hier, ne, hier noch nicht. So, wie kam man nochmal an die Truhe? Da muss ich jetzt echt mal weit ausholen und überlegen. Autsch. Autsch. So. Hier hinten irgendwie. Hier hoch. Ja komm, wenn wir den Kristall jetzt nicht kriegen, ist nicht schlimm, also. Aber an die Kiste will ich schon. Oder kommen wir da erst nachher hin? Na komm, wir lassen den Kristall mal Kristall sein. So. So. Und über das Eis rüber. Toll, ein Kristall. Wow. Das hat's jetzt vollgebracht. La 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 la. La da da da. Komm da runter. Und. So, jetzt ist der natürlich wieder da. Du verpiss dich jetzt mal hier. Dankeschön. So, du verpiss dich auch. Ja, wir lassen den Kristall jetzt. Ach komm. Ach komm. Ich hole ihn mir einfach. Ich begebe mich in die Gefahr und hole mir den Kristall. So. Bams. Hier hoch. Und raus. Jetzt sind wir hier hinten. Bei den beiden Wolfsbestien. Autsch. Bams. So. Wir haben keine Knollen mehr. Ach nee, wir haben noch Knollen. Noch 5 Stück. Möchtest du das auswählen? Nein, ich möchte die ausrüsten. Aber ich möchte auch gleich eine nehmen und ich hoffe, dass wir noch eine kriegen. So, du bist down. Naja, nicht ganz, aber... So, aber jetzt? So, wie kommen wir an die Kiste hier ran? Wie kommen wir an diese Kiste hier ran? Ja, irgendwie gar nicht. Ja, vielleicht runterspringen? Nö. Hier runter? Nö. Da runter? Nö. Das muss doch eigentlich... Eigentlich muss es irgendwie möglich sein, an diese Kiste hier ranzukommen. Na komm. Da kriegen wir schon noch irgendwie hin. Ich hab das Gefühl, die Kisten sollen einfach nur locken. Man kommt in Wirklichkeit gar nicht hin. Da würde ich so lachen. So, hier möchte ich runter. Wie komme ich da hin? Okay, dann nehme ich mal an, da kommen wir noch hin. So, hier hinten ist nichts mehr. Jetzt geht's in die Höhle rein. Wow, 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 wow. Bam. Oh, oh. Und durch diesen... dadurch lösen wir jetzt eine Lawine aus, der wir nicht entkommen können. Ich beeile mich jetzt schon so sehr, wie es geht. Und da hat sie uns bekommen.